Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück bei den Mittelmächten. 24. Oktober 1914 ist es. Königsberg ist nach wie vor besetzt von Zarentruppen. Wir versuchen das zu ändern, aber es wird schwer. Es wird sehr schwer und zusätzlich erschwert durch Regen und Matsch. Matsch führt dazu, dass wir höhere Aktionspunktkosten haben beim Bewegen von Einheiten, außer es sind befestigte Straßen. Das ist hier zumindest teilweise der Fall, aber in vielen anderen Gegenden nicht. Das macht die vor allem den Angriff deutlich, deutlich schwieriger. Die Verteidiger profitieren natürlich eher von Schlamm. Nun gut, also das wird uns auch noch in Serbien und an der Westfront treffen, weil auch dort sind wir natürlich noch im Angriff. Okay, aber erstmal das Problem Königsberg. Ich habe ein bisschen darüber hin und her gegrübelt und ich glaube, es ist fast unmöglich, von einem Hexfeld aus diese Stadt zu erobern. Sie liegt hinter einem Fluss, sie ist gut befestigt. Wir brauchen ziemlich viele Angriffe, um ein Korps dort rauszutreiben. Und ja, und ein Hexfeld genügt nicht als Frontbreite, als Manövriermasse, um diese Angriffe dort hinzubringen. Insofern ist jetzt die neue Strategie, dass wir vorher diese beiden Hexfelder erobern müssen, bevor wir überhaupt versuchen können, Königsberg anzugreifen. So, warum diese beiden? Weil eigentlich würde das ja reichen, aber auch hier haben wir nur ein Hexfeld. Das heißt, das Problem ist ähnlich etwas erleichtert. Insofern werden wir jetzt hier den einfachsten Weg gehen. Das heißt, von zwei Frontbreite aus vielleicht uns erstmal hier reinzusetzen, dann von zwei Frontbreite aus uns hier rein zu bewegen und so weiter. Und dann hoffentlich irgendwann Königsberg angreifen zu können. Wir können im Moment noch kein Flugzeug einsetzen, weil es regnet. Insofern können wir aber das vielleicht nutzen, um hier auch mal das Ganze zu verstärken. Wie teuer ist das eigentlich fürs Flugzeug? 31 MP, das kann uns nur helfen, denke ich. Machen wir das mal. In dieser Phase perfekt eigentlich der Moment. So, dann drücken wir mal die Daumen. Wie ist hier diesen alle? Ja, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal ändern müssen. Aber 2-3 wird hier prognostiziert. Versuchen wir es und hoffen wir es, dass wir das durchbringen. Ja, hervorragend. 4-2. Das ist sogar deutlich besser als erwartet. Dann kommt jetzt hier der nächste Angriff. 4-1 die Prognose. Hier nur 3 Treffer, aber keinen eigenen erhalten. Der Gegner steht aber noch dort. Und jetzt ist die Frage. Wir haben hier noch jeweils drei Aktionspunkte. Wie bewegen wir uns jetzt? Ist das hier noch eine befestigte Straße? Ich würde sonst tendenziell sagen, also, wenn wir den zurückziehen und die Einheit da ranbringen, dann dürft ihr die auf jeden Fall nochmal angreifen können. Außer das Ganze, nee, das müsste sie auf jeden Fall machen können. Aber die Frage ist, wer rückt denn dort rein, ne? Das ist der spannende Punkt. Schaut mal, wir brauchen 3 und das bedeutet, der Teil ist keine befestigte Straße mehr. Ich weiß nicht warum. Eigentlich stelle ich mir vor, von Marienburg nach Königsberg geht eine befestigte Straße, aber es kann sein, dass durch die Kämpfe das hier, wie soll ich sagen, dieses Kampfgebiet voller Trichter und so weiter ist, dass die Straße nicht mehr als befestigt gilt. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr übel bei dem ganzen Schlamm. Wir könnten, ja, was sollen wir machen? Wir müssen da rein. Wir können den einen Angriff noch machen. Wir werden die Einheit vernichten, aber wir werden dann schwerlich... Doch, wir werden noch reinziehen können. Das ist gut. Wir werden reinziehen können. Hervorragend. Okay, immerhin, damit haben wir ein Ziel erreicht. Aber jetzt gibt es ein nächstes Problem, fällt mir gerade auf. Wenn wir dort reinziehen, aufgrund des Regens, können wir diese Hexfelder nicht sehen vorher. Selbst mit einer Kavallerie. Also, ja, die Kavallerie können wir gar nicht nah dran bringen. Wir können auch nicht aufklären mit dem Flugzeug, weil es regnet. Und das heißt, wenn wir hier hinziehen, wird es auf jeden Fall zu einem unerwarteten Gefecht kommen, was uns dann ziemlich viel Stärke kosten wird. Und die Frage ist, ja, werden wir dann möglicherweise vernichtet? Also, jetzt mal ernsthaft. Wenn wir dort reinziehen, dann kriegen wir mindestens 3 Stärkeschaden. Und dann stehen wir dort mit 5 und dann kann der Gegner von 4 Hexfeldern aus angreifen und dieses Korps hat dann keine Chance. Das wäre eine Selbstmordaktion. Das können wir nicht machen. Ich meine, das ist gut, wir haben hier ein Korps erledigt, das heißt, das verschafft uns ein bisschen Spielraum möglicherweise. Der Gegner kann nicht so schnell nachziehen, kann selber nicht so viel angreifen. Wir müssen einfach auf besseres Wetter warten. Das geht nicht anders. Ich glaube, die Strategie ist richtig, die wir jetzt einschlagen. Aber jetzt hier vorzupreschen und ein Korps möglicherweise zu opfern in dieser Situation, halte ich für verfehlt. Also machen wir das nicht. Wir verstärken uns hier, wo es geht.
Hier geht natürlich nichts mehr, hier auch nicht. Hier müssen wir uns massiv verstärken, ganz wichtig. Machen wir das auch. Die Abteilung in Allenstein ist hart im Bedrängnis. Können wir hier möglicherweise einen Entlastungsangriff machen? Das mache ich jetzt mal. Dazu sollten wir tendenziell auch übergehen, hart bedrängte Frontabschnitte auch zu entlasten. Bei so einem 2-3er kann man das schon mal machen. Ja, haben wir natürlich dort jetzt 6, was auch nicht ganz so simpel ist. Wir haben hier noch ein 8er Korps. Jetzt müssen wir gucken, wie wir ziehen. Das Problem ist, hier unten sind wir auch in einer kniffligen Lage. Thorn ist stark im Bedrängnis. Ich tendiere fast dazu, das Korps hier nach Thorn zu bringen, denn es gibt bei diesem Thema Abteilung oder Korps noch eine wichtige Sache, die ich in der Tat nicht erwähnt hatte und nicht unbedingt bedacht hatte. Klar, die haben beide den gleichen Verteidigungswert gegen Hart. Also so ein Korps und eine Abteilung. Ne? Das hatten wir hier schon mehrfach diskutiert. Aber eine Abteilung ist ein weiches Ziel. Das heißt, ein Korps wiederum hat bei den Angriffswerten, hat es sozusagen einen Punkt mehr als gegen eine Abteilung als gegen ein Korps. Insofern ist die Abteilung doch nicht gleich gut in der Verteidigung wie ein Korps. Natürlich, was die Kosten betrifft, sind sie schon, würde ich sagen, tendenziell besser, aber wichtige Stellungen sollten dann vielleicht doch durch Korps gehalten werden. Das ist so ein bisschen eine Revidierung meiner bisherigen Strategie. Und insofern werden wir, glaube ich, hier mal, ja, das Problem ist diese Fünferabteilung. Ich könnte sie ersetzen, aber ich fürchte, die nächsten Angriffe könnten dort schwierig werden. Auch blöd durch den Schlamm können wir hier zum Beispiel das Landwehrkorps nicht vernünftig nach vorne bringen. Ich werde jetzt erstmal hier, sonst könnten wir, hätten wir hier entziehen können und hätten die von Süden aus attackieren können. Können wir jetzt nicht. Ich ziehe erstmal dorthin. So, also diese ganze Frontlinie muss man insgesamt so denken. So, und jetzt ist aber die Frage, wie lösen wir das Problem? Bleibe ich dabei, Thorn mit dieser Abteilung? Oder ziehe ich zurück, ziehe die hier hin, ziehe die dort runter? Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier hatten wir allerdings auch einen 2-4er-Angriff gegen diese Abteilung. Ist natürlich auch wieder verlockend. Das entlastet natürlich auch die Situation hier. Ich mach's mal. Ich mach mal diesen Angriff. Ja, das ist natürlich jetzt unschön gewesen mit 3-4. Okay, wisst ihr was? Aber dann setzen wir jetzt nach. Ich ziehe hier vor und mache noch hier den Angriff. Haben wir das Korps sogar vernichtet. Die Abteilung. Und werde hoffen, dass hier das Verstärken genügt, um die Verteidigung von Thorn hinzukriegen. Ich habe ein bisschen Angst um Bromberg. Normalerweise müsste eigentlich die Kontrollzone dazu führen, dass er hier nicht einfach reinziehen kann. Aber wenn er das könnte, hätten wir natürlich ein Problem. Da haben wir jetzt ein massives Problem. Also mit Kontrollzone und Schlamm ist es nicht möglich für ihn, glaube ich, nach Bromberg zu ziehen. Wir könnten natürlich Posen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Nach Posen kommt er auf keinen Fall einfach so. Ja, wir machen das. Wir machen mal hier eine Sicherheitsbewegung, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das so funktioniert. Wir können zum Beispiel Breslau, da können wir mit dem, ja, passt mal auf, wir machen das so. Wir ziehen Breslau frei. Breslau ist im Moment überhaupt nicht gefährdet. Verschieben wir das nach Posen und gehen dort auf absolut Nummer sicher. So, jetzt haben wir natürlich hier eine kleine Lücke. Die Frage ist, ziehen wir dort rein oder? Ja, wir könnten die auch zurückziehen und die dorthin ziehen, um noch eine bessere. Machen wir das mal so. Ah, kommen wir nicht hin. Ist aber auch nicht so dramatisch, oder? Na, das ist jetzt der Schlamm. Der macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt das Ganze. Sehr ärgerlich sogar das Ganze. Dann hätte ich den Zug nicht gemacht, hätte ich den nicht hinziehen können. Wir könnten natürlich mit der Kavallerie noch hin. Das wäre eine Möglichkeit.
Und hier nochmal nachsetzen. Ja. Oh, das hat einiges gekostet für die Kavallerie. Aber natürlich ist er jetzt hier nicht mehr angriffsfähig. Er muss die hier umdisponieren. Und ich hoffe, dass die Kavallerie standhalten wird. Ja, okay. Passt auf, dann machen wir Folgendes. Wir werden die verstärken für die nächsten Angriffe. Ist ja auch wichtig. Ebenso diese hier. Ihn ziehen wir sogar hier noch ein bisschen weiter in die Nähe. Du bekommst... Ach nee, du kannst nicht verstärkt werden. Hier alles andere auch nicht. Tja, die Kavallerie. Wir könnten sie noch ein bisschen nach hinten ziehen. Hm. Wir lassen es mal so. Wir lassen es mal so in der Hoffnung, dass sie sich dort verteidigen können. Okay. Können wir noch irgendwas machen? Hier nicht. Das können wir nicht mehr verstärken. Hier sind wir verstärkt. Bromberg haben wir gesichert. Nee, hier gibt es meines Erachtens keine weiteren Optionen an dieser Front. Dann gehen wir mal hier zurück nach Galizien. Hier wird uns, glaube ich, der Schlamm tendenziell eher helfen. Wir werden jetzt mal die polnische Abteilung komplett verstärken. Das kostet nicht allzu viel und damit ist der Pass hier auch absolut gesichert. Und das Gute ist, dass wir jetzt hier im Bereich von Brudermann sind. Das heißt, auch die haben so viel Versorgung, dass sie maximal verstärkt... Halt, muss ich natürlich auch noch ready machen. Dass sie maximal verstärkt werden können. Und damit sollten wir auch solide stehen. Das größte Problem ist jetzt dieses 10. Korps, was Gott sei Dank überlebt hat bei der Verteidigung von Przemyśl. Aber die Frage ist, wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben hier ein Korps, das dort reinziehen kann. Wir könnten das Gebirgskorps ein bisschen schädigen. Oder wir... Also die Frage ist immer, und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir können natürlich jetzt verstärken auf volle Stärke. Aber ich glaube, dass bis zur nächsten Runde die Bereitschaft und Moral der Einheit nicht den Normalstand erreicht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sofort auf das Maximum springt, was möglich ist auf dem Feld, oder ob es dort noch einen Angleichungsprozess gibt. Wenn es den geben sollte, wäre es besser, den zurückzuziehen und einfach hier nachzurücken. Das ist, ja, da bin ich mir eigentlich ein bisschen, da bin ich mir einfach unsicher. Ich mach's mal, ich ziehe mal die zurück. Und das heißt, wir müssen hier so ein bisschen umdisponieren und die dorthin bringen. Hier wollen wir eh nicht angreifen, insofern ist das nicht ganz so schlimm. Wir gucken mal, was wir hier für Möglichkeit haben für irgendwelche Entlastungsangriffe. 2-2 in dieser Situation könnte man machen. Das wird Przemyśl helfen. Machen wir das mal. Leider kriegen wir nur 1 durch, aber immerhin 1-1 ist in Ordnung. Hier diese Gebirgsjäger, die sind auch sehr unangenehm. Greifen wir die mal an. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier kein schwerwiegender Angriff folgen wird. Und hier kommt wieder die Frage nach dem eigenen Supply. Wir sehen, das kommt durch das Hauptquartier. Wir stehen jetzt ganz gut da. Da hätten wir einen Supply von 6. Wir bleiben mal hier stehen mit der Abteilung. Ich denke, das ist besser. So, wir werden die Kavallerie wieder verstärken. Die können wir erst später verstärken. Ich muss mal gucken. Hier werden wir noch eine Verstärkung durchführen, maximal. Und dann sollten wir hier solide stehen. Wo haben wir keine Befestigung hier in dem Bereich? Da zum Beispiel. Das müssen wir jetzt noch machen. Ja, perfekt. Hier, das ist alles befestigt. Hier ist, so wie es aussieht, die gesamte Frontbreite befestigt. Das ist insofern in Ordnung. Die müssen wir dann das nächste Mal verstärken. Wir haben... Nein, was habe ich getan? So, wir haben mit Österreich... Haben wir... jetzt noch 114 Punkte. Insofern die Kavallerie zu verstärken, ist so schwierig, ne? Kostet sehr viel, 101. Wir lassen es erstmal komplett offen. Muss man sehen, Serbien ist wichtiger erstmal. Wir sind hier nicht in der Offensive, insofern geben wir hier erstmal keine Punkte aus. Serbien. So, Serbien ist echt ein Problem, weil Angriff auf Nisch sieht folgendermaßen aus. 3-0, 3-0, 3-0 gegen uns. Da spielt natürlich eine Rolle, dass Nisch hier hinter dem Fluss liegt. Außerdem ist die Einheit mit 3 verschanzt. Wir konnten jetzt überhaupt nicht mit dem Flugzeug ran wegen Regen. Ja, in dieser Situation anzugreifen ist eigentlich Wahnsinn. Ist eigentlich der reine Wahnsinn. Ich werde, glaube ich, hier rübergehen, den Fluss überschreiten. In der Hoffnung, dass dann das nächste Mal der Angriff dann besser
laufen wird. Hier ziehe ich einmal noch runter. Und hier können wir gar nicht weiterziehen. Aber auch hier ist es ein 3-0er Angriff. Das heißt, hier werden wir nochmal verstärken, damit wir das nächste Mal besser dastehen. Wir können jetzt hier einfach keinen Angriff machen. Geht auf keinen Fall. Hier eine 2-2er, aber wir müssen uns auf Nische konzentrieren. Also, schwierige Situation, Leute. Schwierig, schwierig, schwierig. So, in Belgrad müssen wir ein bisschen aufpassen, weil in Belgrad gibt es potenziell Partisanen. Das heißt, wir müssen immer in Belgrad oder in einem der umliegenden Hexfelder eine Einheit haben, sonst entstehen dort Partisanen. Ganz wichtiger Punkt. Das ist im Moment noch der Fall. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier weiter? Wollen wir hier in die Offensive gehen? Hier haben wir einen Befehlshaber, den wir direkt angreifen könnten. Das wäre eigentlich eine gute Sache, wenn wir auf diese Art und Weise den Gegner schwächen. Das ist zwar gut, 2 Stärke. Das sollte allgemein diese Truppen hier schwächen. Die Frage ist, man könnte natürlich... Ja, lohnt es sich jetzt hier weiter Angriffe zu fahren? Ich bin mir unsicher. Ich meinte, hier Uschitze zu erobern ist nicht schlecht, weil das ist immerhin 12 nationaler Moralwert. Das würde die serbische... Wo haben wir hier eigentlich? Serbien nationale Moral weiter reduzieren. 82% sind sie. Bei 75% gibt es einen weiteren Moralverlust für die Einheiten. Insofern nicht ganz unwichtig, solange wir in Nisch nicht vorankommen. Ha, schwierige Entscheidung. Tendenziell, ich ziehe aber, glaube ich, lieber hier runter und greife nochmal das Hauptquartier an. Oh, wir kriegen sogar vom Hauptquartier einen Schaden. Das ist natürlich bitter. So, und dann 2-2, dann lassen wir diesen... Wir ziehen hier vor und ansonsten lassen wir das so. Die Einheit wird hier quasi Belgrad mehr oder minder verteidigen. Wir verstärken sie auch nochmal hier aufs Maximum. Und das Korps wird... auch verstärkt. Ja. Auch wenn das viel, viel kostet. So. Das Hauptquartier bringen wir vielleicht hier nochmal näher ran. Ich glaube nicht, dass die hier rausziehen werden. Kann dann besser versorgen. Und auch dieses Hauptquartier würde ich eigentlich näher an die Front dran bringen. Das Problem ist, was geht nicht so einfach. Wir können nur dorthin ziehen. Das Flugzeug hier hinstellen, würden wir... Ich glaube nicht, dass die Pristina verlassen. Insofern, wenn ja, sind sie doof. Insofern können wir das, glaube ich, machen. Dann bringe ich nämlich hier unser Hauptquartier näher an den entscheidenden Angriff auf Nisch. Das scheint mir wichtig zu sein, dass hier möglichst das Maximale erreicht wird. Okay, dann haben wir das getan. Hier können wir noch ein Eingraben machen. Machen wir das auch in die andere Richtung. Okay. Hier ist tatsächlich auch ein Eingraben möglich. Gut. Und hier nicht, hier nicht, hier ja. Tun wir das auch. Und das wäre es dann erstmal hier in diesem Bereich. Alles andere ist verschanzt. Zur Flotte kommen wir möglicherweise noch später. Wir haben hier gegnerische Schiffe entdeckt. Das ist interessant. So, jetzt aber die Westfront. Hier wird es besonders interessant und auch hier werden natürlich unsere Vorwärtsbewegungen gehemmt. Außerdem haben wir tatsächlich jetzt das Problem, dass wir hier zwar freies Gebiet vor uns haben in Richtung Paris, aber nicht ausreichend Truppen und Korps, die das wirklich vernünftig absichern können. Allerdings ist es einfach zu verlockend, hier zum Beispiel die Befehlshabereinheit anzugreifen. Wie weit kämen wir aus... Wir sehen, wir kämen... noch nicht mal dorthin, aufgrund des Regens. Amiens ist verlockend. Amiens ist wirklich verlockend. Eine Stadt, die ebenfalls 12 nationalen Moralwert bringt. Und da ist nur eine angeschlagene Abteilung drin. Da könnten wir mit 2-4 angreifen und hier nochmal mit 2-3 und sicher auch nochmal nachziehen. Also im Prinzip gibt es jetzt zwei Richtungen, die wir gehen können. Einmal hier weiter durchstoßen in Richtung Paris, wobei eine Eroberung von Paris nur möglich ist, wenn wir wirklich 2 oder 3 Felder hier auch besetzt haben und den Rest der Front weiter kontrollieren, was schwierig ist. Wir müssen Truppen nachziehen hier, das ist ganz klar. Ich versuche es erstmal Amiens anzugreifen.
Es ist zu verlockend mit 2-4. Jawohl. 1-4, das ist sehr gut gelaufen. Hervorragend. So, dann gucken wir mal. Der Angriff 1-3. Ja, 1-3 ist durchgegangen. So, und jetzt ist die große Frage. Wie ist jetzt der beste Weg, um hier substanziell auch noch verteidigen zu können? Welche Einheit kann hier nachziehen? Die 9er wird dort nicht hinkommen. Definitiv nicht. Es kann eigentlich nur dieses Korps sein, das 11. Korps. Und die Frage ist, ob die Stärke 7 ausreicht, um das zu besetzen. Was kostet... Ja. Also hier ist zum Beispiel jetzt das Tauschen mit Sicherheit eine sinnvolle Aktion. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Aktionspunkte es kostet, ob es nur einen kostet. Wir werden es gleich sehen. Im bittersten Fall... Na gut, wir könnten hier auch noch tauschen. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das 7er ist hier auch... Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, hier noch zu agieren. Gehen wir mal den Weg. Wir tauschen die. Wir haben jetzt noch einen Aktionspunkt. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das Tauschen kostet doch mehr. Zumindest hier. Warum? Weil hier sozusagen keine Straßen waren. Naja, wir machen dann mal hier den Angriff. Oh mein Gott. So, aber wir können mit dem 9er dort reinziehen. Das ist schon mal hervorragend. Okay. Gut, das ist grandios. Da sind wir jetzt ein mächtiges Stück hier vorgedrungen. Das werden wir sicher auch verteidigen können. Hier, um die Einheit mache ich mir allerdings jetzt ein bisschen Sorgen. Allerdings hat der Gegner auch nicht optimale Möglichkeiten, hier anzugreifen. Aber ja, es sind halt 5 Stärke. Das ist nicht so viel. Das ist wahrlich nicht so viel. Gut. Wir müssen Folgendes machen. Wir müssen jetzt dieses Feld besetzen. Das machen wir von hier aus. Okay. So. Ich werde hier unten, glaube ich, Folgendes tun. Ich werde hier nur, ja, ein Korps oder so stehen lassen. Vielleicht noch eine Kavallerie. Weil die Belgier werden aus Antwerpen und Ypern sowieso nicht rausziehen. Wir brauchen hier erstmal nicht so viele Truppen zur Kontrolle dieser Situation haben. Die Frage ist, nee, hier, die kann nicht mehr angreifen. Lohnt sich hier noch irgendwo ein Entlastungsangriff? 1-4 ist natürlich einfach verlockend. Oh, sogar auf ein Korps 1-4. Oho, schaut mal, das ist eine ganz schlechte Bereitschaft. Das sollten wir tun. 1-5 sogar. Oder 0-5 umgesetzt. Das ist natürlich hervorragend. Kann man da möglicherweise noch mehr erreichen? Na, jetzt bin ich schon wieder... Die haben schon angegriffen. Das Problem ist hier, die können, nee, wir können nicht mehr ergreifen, weil jeder, der hier hinziehen kann, kann hier nicht mehr angreifen. Das funktioniert nicht. Gut. Gucken wir weiter. Wir brauchen ein Hauptquartier in Lille, um näher an der Front zu sein. Okay. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich hier weiter auf Paris vorzustoßen. Von Rhin aus geht es nicht. Wir können eigentlich nur mit dieser einen 8er Einheit vorgehen, die dann noch einen Angriff machen kann. Und dann ist die Frage, wie können wir nachrücken? Ich glaube, egal, wir machen das jetzt. Wir greifen hier an, greifen dieses Hauptquartier an. 2, 1, wie prognostiziert. So, nun ist das natürlich schwierig, jetzt hier die Front so zu halten. Ja, es ist hochgradig schwierig. Mit ein bisschen Glück können wir eine komplette Frontverschiebung machen, unsere Einheiten, und dann irgendwie die Linie halten. Hier müssten wir meines Erachtens vorgehen. Und hier werde ich jetzt nicht angreifen. So, haben wir hier... Hier haben wir eine... Und da bin ich mir nicht sicher. Kommen die dorthin oder kommen die dort nicht hin? Das ist immer blöd, dass man das nicht richtig sehen kann. Ich glaube, die kommen dort nicht hin. Obwohl, über diese Straßen müssten die eigentlich hinkommen. Aber... Wenn das jetzt falsch ist, dann haben wir ein Problem. Ja, toll, sie kommen dort nicht hin. Wir haben ein Problem. Dann müssen wir das noch anders machen. Die kommen dorthin, das geht. Dann müssen wir jetzt den großen Verschiebebahnhof spielen.
Die kommen dort auch nicht hin. Machen wir das so. So. Kommt irgendjemand? Ja, hier haben wir ein Chor, das hier hinkommt. Das geht. Alles klar, dann haben wir erstmal wieder die Linien gehalten. Und jetzt müssen wir mal nachziehen. Hier haben wir noch ein Chor. Ach nee, hier die Kavallerie kann auch noch was treiben. Die bringen wir mal hier mit dran. Beziehungsweise nein, wir machen das anders. Die kommen hier runter. Und die Kavallerie wird uns hier oben ein bisschen absichern helfen. Das Chor werden wir verstärken. Okay. Wir nutzen den Regen, um auch die Flugzeuge zu verstärken. Gut. Dann geht es weiter. Jetzt hier Artillerie zu nutzen, halte ich für Unsinn. Wir könnten sie aber tatsächlich ein bisschen nach vorne schicken. Wobei hier ja immer die Angriffe kamen. Das war eigentlich gar nicht... Ob wir... Ja. Ja. Das werden wir auch verstärken. So. Von hier aus können sie kaum Gegner erreichen, außer diese Position hier, die uns nicht viel nützt. 2-2 ist auch verlockend, ne? Verdun komplett zu umschließen. Aber gut, das lassen wir mal. So, dann Prinz Ruprecht. Bringen wir den auch noch näher an die Front? Sollten wir vermutlich. Er steht hier ganz gut. So, die Kavallerie... Da bin ich zu geizig. Die brauchen wir möglicherweise nicht. Die will ich nicht komplett verstärken. Wir haben nur noch 150 Punkte. Das Korps können wir jetzt nicht bewegen. Wir können hier kaum noch was bewegen. Ich würde sagen, ansonsten, wir gehen mal kurz die Frontlinie ab. Alles, ja, hier sind überall Schützengräben, wenn ich das richtig sehe. So wie es sein soll, außer hier natürlich. Hier ist natürlich eine Lücke in der Linie. Hier ist natürlich eine Lücke. Allerdings, wenn er hier reinzieht, ist das fast eine hübsche Falle für ihn. Ich glaube, die Lücke können wir so lassen, wie sie ist. Da müssen wir jetzt keinen Aufwand betreiben. Falls er hier reinzieht, ist das sehr in Ordnung. Soll er das mal machen. Okay, das kann also so bleiben. Wir haben 150 Punkte. Ich überlege, ob ich die Kavallerie noch verstärke, aber das lasse ich mal sein. Hier hinten ist ja Verstärken nicht möglich. Nee, dann haben wir, glaube ich, hier alle Züge getan. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwelche sinnvollen Angriffe möglich sind. 2-3 ist hier nicht gut. Angesichts der Tatsache, dass das hier nicht unser... Oh, hier ist doch noch eine Verstärkung möglich. Sogar eine sehr, sehr wichtige. Nicht nur möglich, sondern nötig. Das muss natürlich hier weiter so bleiben. Okay. Alles klar, soweit, würde ich sagen. Dann haben wir auch die Westfront uns vorgenommen. Wir gehen mal zu den Flotten. Tja, und jetzt ist hier die große Frage, schicken wir mal die U-Boote raus. Ich würde gerne mal so eine Art Erkundungsfahrt machen, um zu schauen, was ist denn hier oben los in Nordsee. Stichwort Nordsee-Blockade. Was sehen wir denn hier? Hier sehen wir erstmal nichts. Was haben wir eigentlich für ein... Wir sind am Tauchen, ne? Oder? Ist gerade nicht... Ich glaube, dieser blaue Punkt bedeutet, wir tauchen. Wir fahren mal hier weiter lang. Hier wird nichts blockiert. Bewegen wir uns mal weiter in die Richtung. Und ich glaube, U-Boote lohnen sich fast, dass wir die reparieren, weil das wird zukünftig relevant für uns werden. Insofern bringen wir den mal zurück in den Hafen. Und gucken mal, ob wir nächstes Mal eine Verstärkung dieser U-Boote machen. Die haben wir ja dort gerade eingesetzt. Ansonsten sind wir hier erstmal sicher, wie mir scheint. Schlachtschiff bringen wir zurück. Das hier auch. Und bleiben so stehen, wie es ist mit der Flotte. Gut. Gucken wir in die Adria. Hier haben wir gegnerische Schiffe. Können wir hier ein bisschen Schaden anrichten? Nein, können wir nicht. Ich weiß nicht, warum. Unsere Bereitschaft und Moral ist extrem gering. Wir sind supply-mäßig bei 5. Hat das den entscheidenden Einfluss oder weil die Stärke? Hier haben wir ein Supply, wir gehen mal weiter zurück von 8. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück mit dem U-Boot. Vielleicht wird es noch stärker das nächste Mal.
Bleiben wir mal dort stehen und gucken, was hier passiert. Der Gegner ist offenbar hier auch nicht weiter aktiv. Okay, dann sind erstmal die Züge getan. Nein, noch nicht ganz. Wir wollen noch mal zu den Osmanen gehen. Und hier war der Plan, dass wir erstmal weiter Richtung Bagdad vorrücken. Eigentlich, na, den haben wir gerade eingesetzt. Was können wir hier eigentlich, wohin können wir verlegen? Ja, wir können hier an die Grenze verlegen, weil hier die Eisenbahn ist. Hier ist keine Eisenbahn. Das war der Grund, warum das nicht möglich ist. Ich hatte mich das letzte Mal gewundert und insofern denke ich, sollten wir hier eine Abteilung nach Gaza verlegen. Und die Abteilung wird diesen Bereich hier schützen vor möglichen Landungen. Ja, wobei... Ja, also die werden wir in dem Mittelbereich auf jeden Fall lassen. Das ist erstmal okay soweit. Gut. Mehr gibt es hier nicht zu tun, außer doch dieses Korps. Da hatten wir ja extra diese Abteilung gesetzt. Das können wir dann auch schon mal irgendwo anders hinbringen. Aber da brauchen wir... Ja, das ist die Frage, wo wollen wir dann eigentlich agieren? Ich tendiere mal zu diesem Bereich. Wenn wir dort drei Korps haben, ist das, glaube ich, ganz gut. Gehen wir hier mal vor. Die Abteilung wird später hier hinkommen. Insofern können wir hier auch schon mal uns in Stellung bringen, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass die Osmanen in den Krieg eintreten. Ja, aber die Bulgaren müssen dann auch schon in den Krieg eintreten, sonst können wir hier mit den Osmanen auch nicht viel anfangen. Ne? Ja, auch noch so ein kleines Problemchen für sich. So, wir haben noch 105 Punkte und ich gucke mal, ob wir in die Forschung noch etwas investieren sollten im Moment oder lieber noch eine Abteilung uns genehmigen. Verschanzungswert erhöhen, das ist schon eine super wichtige Sache. Oder nochmal in die U-Boot-Entwicklung gehen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, einfach deshalb, weil ich möchte, dass wir relativ schnell unsere 4 U-Boote dann in die nächste Entwicklungsstufe bringen. Und dann machen wir wirklich einen koordinierten Raid gegen Großbritannien. Machen wir das. Geben wir das mal hier aus. Und ja, bei den Österreichern mit den 36 können wir quasi nichts machen. Was können wir hier noch verstärken? Maximal 3 Punkte für 33. Machen wir das mal, sind die zumindest ein bisschen einsatzfähig. Okay, und damit sind wir erstmal am Ende unseres Zuges. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und mit Spannung erwarte ich den Zug des Gegners. Die Graf Spee schlägt die Royal Navy im Seegefecht von Coronel. Weit entfernt von Europa. Bringt uns das vielleicht etwas nationale Moral oder zieht es den Briten das ab? Haha, die Osmanen mobilisieren für den Krieg. Es ist soweit. Okay, die setzen neue Korps ein. Oder haben dorthin gezogen. Schottland wird blockiert, Nordsee wird blockiert. Unter den Handelsschiffen des British Empire geht die Angst vor deutschen Überfällen um, nach wie vor, obwohl noch nichts passiert ist. Britische und japanische Truppen erobern Qingdao in China. Von Leto Vorbeck besiegt die Briten in Deutsch-Ostafrika. Und Herbert Hoover ruft die Kommission für das belgische Hilfswerk ins Leben. 342, 225, alles soweit normal. Jetzt gibt es auch keinen Regen mehr. Toll, jetzt wo der Gegner angreift, gibt es keinen Regen und Schlamm. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr unschön. Die Anzacs auf dem Weg nach Europa. Toll, weitere Verstärkung für den Gegner. Das Vereinigte Königreich schickt einen Flottenverband in den Einsatz gegen von Spee. Das heißt, möglicherweise werden ihnen Flotten abgezogen hier in dem Bereich. Vielleicht die Gelegenheit für einen Vorstoß. Hauptquartier wird dort verstärkt. Einheiten zurückgezogen. Komplett zurückgezogen. Okay. Sieht so aus, als ob sie ihre Verteidigungslinie zurücknehmen. Hochinteressant. Ich bin gespannt. Wenn das der Fall ist, dann sind wir hier nicht unwesentlich vorangekommen. Jetzt ist aber die Frage, was machen die Russen hier? Das wird spannend. Ein indisches Korps geht doch in Richtung Amiens vor. Okay, aber immerhin nicht gegen diese fünfte. Aber ja. Kann es sein, dass wir Amiens halten? Okay. Auch die Russen versuchen, ahnen möglicherweise, was wir vorhaben. Greifen sogar von Königsberg aus an.
ziehen noch eine Kavallerie nach, greifen weiter an. Jetzt steht eine Kavallerie in Königsberg. Und das Korps ist zerschlagen allerdings. Das ist natürlich bitter. Allerdings ist die Gelegenheit, dort eine Kavallerie zu besiegen in Königsberg, wiederum auch eine günstige Gelegenheit. Zahlt sich möglicherweise das doch noch aus. Südlich von Verdun wird gekämpft. Ja, sind vielleicht einen Tick zu weit vorgegangen. Über den Fluss. Stehen wir dort über dem Fluss? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, oh. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wieso bin ich über den Fluss dort gezogen? Chor verloren. Hart. Thorn weiter im Bedrängnis, aber kann sich sehr, sehr gut verteidigen. Allenstein ebenfalls. Okay, die Linie halten wir. Da sind die Polen jetzt noch besser aufgestellt. Also die Kavallerie versucht es immer wieder, hat aber keine Chance durchzukommen. Oh, sie greifen mit der Abteilung aus Bologna dort nochmal an. Und auch mit den Marines. Sie sind verzweifelt, Leute, aber es gelingt ihnen nicht, die Stellung zu durchbrechen. Und auch Amiens wird von uns gehalten. Jetzt heißt es vor allem, diese neu gewonnenen Positionen erstmal abzusichern, bevor wir dort weiter vorgehen. Das war schon... Ah, und sie ziehen mit dem Korps dort rein. Das ist natürlich... okay. Ich hatte gehofft, dass wir dort eine Chance haben, aufgrund der Kavallerie in Königsberg, aber... Die Situation ist ja dort jetzt noch kritischer geworden, um ehrlich zu sein. Also ich würde mal sagen, Westfront erstaunliche Schritte nach vorne gekommen. Ostfront sieht es nochmal deutlich angespannter aus. Aber die Kämpfe sind noch nicht vorbei. Ich moderiere hier schon zu Ende, aber es geht hier noch weiter. Dort wird nochmal eine serbische Abteilung gebildet. Das ist unschön. Dubrovnik. So, die osmanische Armee macht für den Krieg mobil. Okay, das heißt, hier geht es jetzt gegen die Russen dort im Kaukasus. Das wird hoffentlich unsere Position dann etwas entlasten. Im Nahen Osten wird auch mobilisiert. Das ist gut. Sehr schön. Flotte wird mobilisiert. Okay, also jetzt ein wichtiger Moment dieses Krieges. Das Osmanische Reich schließt sich uns an und tritt ein in diesen Krieg. Und nun passiert das, was kaum zu vermeiden ist. Indische Truppen nehmen Basra ein. Unangenehm. Müssen dort Verluste hinnehmen. Und unter den osmanischen Truppen im Kaukasus bricht eine Typhus-Epidemie auch noch aus. Oh nein. Okay, toll. Russische Handelsschiffe können die Dardanellen nicht mehr passieren. Das ist gut. Die neu gegründete Union of Democratic Control verlangt eine demokratische Kontrolle der britischen Außenpolitik. Und die Schlacht bei den Kokosinseln, die Sydney versenkt die Emden. Scheich al-Islam ruft zum Dschihad gegen die Entente auf. Und der osmanische Finanzminister Mehmet Javid Bey tritt aus Protest gegen den Krieg zurück. George V. erklärt, dass die Briten die muslimischen Pilgerwege beschützen werden. Und es... Nein! Regnet es jetzt wieder? Regnet es jetzt wieder in unserer Bewegungsphase? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir haben zwei zerstörte Korps. Alles Mögliche, was hier passiert ist. Was ist jetzt? Unsere Agenten in Marokko glauben, dass die Stämme der Rif-Gebirgskette bereit sind, sich gegen die Franzosen zu erheben.
Dies könnte eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, den Franzosen in Afrika Ärger zu bereiten, aber Repräsentanten der Stämme fordern Waffen, Munition und Geld, bevor sie zur Tat schreiten. 50 Produktionspunkte, wir haben 512, ich denke, das können wir uns leisten. Wenn die Stämme der Rif-Gebirgskette mit Waffen und Geld versorgt werden, wird sich Widerstand gegen die französische Herrschaft in der Region bilden. Dies würde sich negativ auf die französischen Einnahmen auswirken und möglicherweise sogar dazu führen, dass einige Truppen von der Westfront abgezogen werden müssen. Das wäre natürlich hervorragend, insofern ja, unbedingt. Der britische Tanker Glinder, der zu Beginn in Danzig festgesetzt wurde, könnte in ein Flugzeugmutterschiff umgewandelt werden. Die Arbeiten würden uns 100 Produktionspunkte kosten, verteilt auf zwei Runden, und sie wären im Dezember 1914 abgeschlossen. Möchten Sie den Umbau dieses Tankers in ein Flugzeugmutterschiff genehmigen? Ach Leute, das ist wiederum schwierig, ne? Die Glinder befand sich bei Kriegsbeginn in Danzig und nachdem sie von den deutschen Behörden beschlagnahmt worden war, wurde beschlossen, sie in ein Flugzeugmutterschiff umzubauen. Das vier Flugzeug tragende Schiff nahm an Operationen in der Ostsee gegen die Russen teil, wurde jedoch von einer Mine schwer beschädigt, als es einmal auf dem Weg zurück zum Hafen war. Ja, wir können davon vielleicht Flugzeuge starten lassen, ja, aber das bringt uns im Wesentlichen nicht viel, weil die Flugzeuge könnten eigentlich auch... Das bringt eigentlich wirklich nur im Kampf gegen gegnerische Flotte was. Und diesen Kampf führen wir eigentlich nicht. Wisst ihr was? Ich werde es nicht machen. Diese 100 sind mir die Sache nicht wert. So, die Osmanen haben eine Entscheidung, Herr Kriegsminister. Tausende georgische Muslime haben von russischem Territorium aus die Grenze überquert, um im bevorstehenden Konflikt ihre Dienste anzubieten. Wir könnten aus ihnen eine Einheit bilden, die uns dabei helfen könnten, die Provinzen zurückzuerobern, die wir im Krieg 77-78 an Russland verloren haben. Die Bildung dieser georgischen Freiwilligeneinheit würde uns 50 Produktionspunkte kosten. Möchten Sie die Aushebung genehmigen? Zu Kriegsbeginn wurden im Kaukasus mehrere Einheiten bestehend aus Freiwilligen gebildet und im Januar 15 nahm eine von ihnen Tebris in Persien ein. Hierzu ja zu sagen könnte ratsam sein, weil dadurch die Osmanen in diesem Gebiet an Stärke gewinnen würden, was entscheidend sein könnte, sollte Russland sich dazu entschließen, hier eine starke Offensive zu starten. Ja, wir sagen ja, das erscheint mir nicht so teuer zu sein. Sehr schön, da bilden sich eine ganze Abteilung und wir können neue Einheiten einsetzen. Ein weiteres U-Boot werden wir einsetzen können. Sehr schön. Dann ein Schlachtkreuzer. Auch sehr hilfreich. Und eine neue Abteilung. Jetzt ist die Frage, wo benötigen wir sie? Auch wenn es hier alles hart ist an der Ostfront, ich habe irgendwie weiter Hoffnung auf die Situation im Westen, auf weiteres Vorgehen, und wir brauchen tatsächlich hier weitere Corps dort, die angreifen können. Und das heißt, Abteilungen, die wir hier irgendwie an die Front stecken können, die sind hier sehr, sehr gerne gesehen. Insofern bringe ich sie hier ran an die Westfront. So, und damit hätten wir dann erstmal diesen Zug erledigt. 21. November ist es. Ein Corps haben wir hier verloren. Wir haben aber die Möglichkeit, denke ich, das Ganze zurückzuerobern. Aber wieder haben wir Regen und wieder behindert uns das massiv. Bitter. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinball.